Morgen! Ihr seht, sind wir in Irna und wir sind gestern in die Eifel gefahren. Das heißt, nach der Arbeit haben wir uns auf den Weg hierher gemacht. Das heißt, wir sind in dem Nationalpark Eifel. Heißt das? Nationalpark Eifel? Ja. Ja. Und echt cool hier. Den kleinen Gefels endlich mal wieder, ne? Ja. Erzähl mal was über den Platz. Das ist so ein, so ein Wohnmobilstellplatz und wir wussten auch nicht, wie das hier so abläuft. Dann sind wir hierher gefahren. Vorne war so eine Schranke, wie man das kennt, wie so ein, von so einem Parkplatz halt. Oder ja, wo man Tickets sieht, fährt man rein. Und da haben wir uns hier auf den Platz gestellt. Ja, ja, von der Platzsuche war es etwas komisch. Also ich habe das halt über Park for Night eingegeben. Dann stand aber hier vor Ort Anlieger frei. Obwohl das eigentlich der Platz sein sollte, haben wir dann trotzdem uns gewagt, sind dann hingefahren und war dann auch richtig. Sieht aber aus wie ein Acker. Genau, also so ein Ackerfeld quasi. Ja. Bisschen neblig. Und dann kam ein netter Ranger und hat dann gefragt, ob wir auch das erste Mal hier sein. Ich so, jo, klar. Und dann kostet die Nacht 6 Euro. Man kriegt hier so einen schönen Wisch. Ja. Und man kriegt dann Ausfahrttickets. So dass man nicht mehr die Ausfahrt halt bezahlen muss. Weil man hat hier quasi mit den 6 Euro bezahlt. Ja. Da haben wir sogar 2 Stück bekommen. Hat gefragt, ob wir dann nochmal wegfahren wollen oder sowas. Und da habe ich gesagt, ja, müssen wir einkaufen. Also hat er uns 2 Stück gegeben. Und ganz viele Flyer. Richtig cool. Und das in Deutschland. Hier mit ganzen Wanderungen und cool. Mega cool. Ja, und jetzt gibt's erstmal Kaffee. Staub. Was macht man natürlich Schönes, wenn man in der Eifel ist, in einem Nationalpark? Man geht wandern. Natürlich mit Hunden. Thank you.
dawn. Up so high, but what it's worth. And so deep with no reverse. Know that we need it. Know that you feel it. I gotta know. I gotta know. Forever repeating. Pink. Love keeps Pink. Leaking. I gotta know. I gotta know. Oh, 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 oh. Whoa. Die ist so klein und süß, ne? Ja, manchmal. Manchmal ist sie einfach. Oh, das denke ich. Nee, die Welt braucht man nicht, wenn man Mubera hat. Nee. Guck mal hier, steh mal auf. Mubera, steh mal auf. Steh mal auf. Oh. Oh. Oh, ja, wir kommen jetzt gerade von der Vogelsangwanderung zurück und Mubera hat keine Lust, sich auszuziehen. So, steh mal auf jetzt. Komm, Mubi, auf. Komm, aufstehen. Ah! Mit Ausziehen. Oh, du kleine Speck. Speck. Max, sag mal, du bist aber. Oh, was? Ist deine Schwester. Ey. Ist mir doch egal. So, Mubi, warte jetzt. Also zurück zu der Wanderung. Die war echt schön. Ja. Das Wetter ist auch schön. Also uns stört's nicht. Ja. Also die Strecke kann man auf jeden Fall jedem empfehlen. Wie lange sind wir jetzt gelaufen, gewandert? Ich glaube doch so drei, vier Stunden. Ja, ich glaube es sind fast 4 Stunden, ja, 3,5 Stunden. Und natürlich, wenn man die Vögel dann beobachtet, dann sind es ja wahrscheinlich dann 8 Stunden. Nein, Spaß. ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal ein bisschen frisch und dann werden wir wahrscheinlich was Leckeres essen gehen. Das gönnen wir uns mal, ne? Marble floor, and I don't need my eyes to see.
Klasse. Gut.